Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der finale Teil für das Tutorial für das Album. Also wir tun heute eine Seite dekorieren zusammen, damit ihr das mal gesehen habt, wie ich das mache. Und wir setzen das Album zusammen und dekorieren auch noch das Cover zusammen. Und dann ist das Album fertig. Und ich zeige euch dann natürlich auch das fertige Ergebnis, logischerweise. Ich hoffe natürlich, euch hat die Reihe gefallen. Es ist ein bisschen wehmütig, dass sie jetzt zu Ende ist. Aber es ist auch schon gut, wenn ein Album fertig wird, weil es war wirklich viel, viel Arbeit. Und ich hoffe, es hat euch natürlich auf jeden Fall auch inspiriert, einmal ein solches Album zu machen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das kleinste Album ist. Also jetzt, man kann es jetzt nicht wirklich als Mini-Album bezeichnen, aber ich finde, das Endergebnis ist super schön, also wird auf jeden Fall super schön, und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Zeit einfach zu investieren, wenn man jemand einfach mal ein schönes Geschenk machen möchte oder man einfach einen Platz braucht, wo man ganz besondere Bilder aufbewahren möchte. Ja, ich rede jetzt mal nicht lange um den heißen Brei herum und dekoriere mit euch eine Seite, und zwar die Seite 4, habe ich mir gedacht, dekoriere ich mit euch. Das ist die letzte Seite. Ich habe tatsächlich alle anderen Seiten schon dekoriert. Das heißt, ich filme das jetzt ab, und später, wenn wir das Album durchgehen, seht ihr dann natürlich auch noch die anderen Seiten, wie die dekoriert sind. Für diese Seite habe ich mir auf jeden Fall dieses Chipboard ausgesucht, weil ich das unglaublich schön finde. Zum einen kann man den Traumfänger so verwenden, aber man kann die Blüte auch aufsetzen, was ich auf jeden Fall auch machen werde. Wir trennen das jetzt einfach erstmal raus mit einem Skalpell. Das ist an manchen Punkten, manchmal ist es schon raustrennbar, aber manchmal hängt es auch noch an manchen Punkten fest. Und wenn man die dann nicht schneidet oder rausschneidet, kann es sein, dass man sich das Teil kaputt macht. Aber hier funktioniert es jetzt eigentlich ganz gut, ja? Bei der Blume jetzt nicht. Also es sind sowieso kleine, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Fokus, hallo, wie so kleine Verbindungsstücke hier noch mit drin. Und die muss man erst durchtrennen, damit man das Heil aus dem Rohling rausbekommt. Das hat dann hier in der Mitte genau die Form für diese Blüte. Verwenden wir auch auf jeden Fall. Außerdem, was wir auch verwenden, sind Blüten, die ich aus dem Motivpapier rausgenommen habe, sozusagen. Die bringe ich so ein bisschen in Form. Und Die-Cuts, die aus dem Motivpapier sind, auf jeden Fall. Ich bin am Überlegen, ob ich die runter einfach mal eine klemme. Ich finde, das nämlich sieht mega teilweise mega schön aus. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal und klebe das dann so fest. Solltet natürlich auf jeden Fall, wenn ihr die aufklebt, das muss nicht mit Heißkleber gemacht werden, aber auf jeden Fall mit einem guten Kleber. Am besten einer, der schnell anzieht. Der klar trocknet, weil ihr seht, man muss auf diese dünnen Linien, um das zusammenzukleben, natürlich auch ein bisschen Kleber geben, damit das auch am Ende hält. Aber er sollte dann natürlich auch logischerweise klar trocknen, weil sonst bringt das alles nichts. So. Okay, und das hätte ich jetzt gerne auf jeden Fall auf dieser Seite, aber natürlich mit noch ein bisschen Deko drumherum. Gucken, wie wir diese Deko aufbringen. Ob wir die so aufbringen. Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht schon schön aus. Dann habe ich mir auch ein paar Blüten gestanzt, die noch mit drauf kommen können, wo ich immer so einen Glitzerstein in die Mitte machen würde. Nur so zur Deko. Es gibt auch zum Beispiel Engelsflügel in dem Set, die könnte man jetzt zum Beispiel auch, habe ich glaube ich einmal gemacht bei einem Traumfinger in dem Album, könnte man jetzt auch noch unten drunter klemmen, wenn man das möchte, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, mir reicht das schon so. Ich mag halt, wenn es ein bisschen ins 3D-mäßige geht, es muss gar nicht stark sein. Ich habe hier auch noch eine Papierblüte, die ich selbst gemacht habe. Auch mal gucken, ob man die vielleicht nimmt und hier mit anbringt. Oder ob man das dann eventuell sogar sein lässt. Das ist, glaube ich, too much.
Das sah schon mal nicht schlecht aus. Mal ein bisschen gucken, was man da so hat. Ich habe ja auch, wie gesagt, schon einige Seiten dekoriert, deswegen habe ich auch nicht mehr ganz so viel von diesen Die-Cuts, nur noch ein paar. Ich könnte mir natürlich noch welche rausschneiden, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr notwendig. Ganz unten drunter. Es wirkt schon ganz cool so, aber man weiß nicht so genau, wo man es hinpacken soll. Das passt doch irgendwie überhaupt nicht rein. Ist schon wieder sehr frustrierend. So. Also, das klebe ich jetzt erstmal auf. So. Ich klebe das auch so auf, dass ich das so ein bisschen zusammenschiebe. Seht doch gleich warum. Weil dann erhebe ich das so ein bisschen. Also, dass das nicht ganz platt gedrückt ist, sondern hier wie so eine Wölbung nach oben geht. Und da lege ich dann den Traumfinger so ein bisschen rein, wie in so ein Bett. Genau, und jetzt kommt auch hier wieder Kleber drauf. Wie gesagt, nehmt wirklich einen Kleber, der gut ist. Zum Beispiel Tacky Glue, Bastelleim. Ja. Also den grünen Tombow würde ich euch zum Beispiel nicht empfehlen, weil der klebt zwar sehr gut, aber der trocknet auch klar, aber die Ränder kleben am Ende noch. Also das würde ich euch für Alben dann eher nicht empfehlen, wenn ihr solche 3D-Elemente aufkleben möchtet. Wirklich einen, der klar trocknet und gut anzieht, also gut hält und der halt auf jeden Fall am Ende nicht mehr klebrig ist. So, dann machen wir noch ein paar kleine Blümchen hin. So, dann setzen wir noch ein paar Glitzersteine rein in die Blüten. So ein paar mini kleine, damit einfach noch ein bisschen Glitzer vorhanden ist. Auf den jeweiligen Seiten. Ihr müsst das jetzt auch noch nicht so 100% aufstellen, weil das ist so, wenn ihr das jetzt umdreht, wird das sowieso ein bisschen platt gedrückt, deswegen jetzt noch nicht so 100% unbedingt aufstellen. So, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Blütenausschnitt nehmen. Müsste ich eigentlich noch welche haben? Mein ganzer Tisch liegt voll. Nicht wundern, warum das so kruspelt und raspelt. Dass man das so hin macht, dass die Blüten halt wie so nach oben wachsen sozusagen. Sieht schon cool aus. So gerade ist halt schwierig, dass ich es verhindern könnte, aber so sieht schon ganz cool aus. Dann schneide ich das hier einfach ein bisschen rund, dass es nicht so auffällt. Schiebt das so ein klein wenig hinter die Schleife. Biege mir das wieder so ein bisschen an.
dass da ein bisschen Dimension reinkommt auch natürlich. Auch die Blätter. Ja. Und klebe mir das fest. Festhalten vielleicht. Na, dann hat man hier einfach wie so eine 3D-Kante mit Blüten, die man nutzen könnte. Mal schauen, ob ich noch die ein oder andere Blume habe. Vielleicht noch mit einer Feder arbeite. Das ist nämlich auch mega schön, die Federn. Mal die kleine. Die kann man auch so ein bisschen mit der Schleife in Verbindung bringen. Ein bisschen drunter verstecken. Und eventuell jetzt noch eine größere. Nicht diese hier. Die nebendran. Schon sehr harmonisch mit den Federn. Das ist nur die Frage, ob man die so dahin macht. Oder so. Das ist jetzt schon wieder schwierig. Ne? Das mag ich ja gar nicht. Einfach nochmal eine Blüte drauf machen, aber das ist dann auch too much teilweise, ne? Also muss man dann schon ein bisschen aufpassen, wie man das dekoriert. Das wäre halt dann schon ein bisschen besser, wenn die Schleife auf den Federn wäre. Lass mal kurz gucken. Das ist ja mit einem Glue-Dot befestigt, ob das nochmal abgeht. Ja, perfekt. Dann machen wir jetzt hier die Federn drauf, sozusagen. So, und jetzt könnte man die Schleife hier so drüber legen, rein theoretisch. Wenn sie das möchte. Ja, die hält sogar noch durch den Glue-Dot. Ja, ist schon cool. Okay, das wäre dann diese Deko. Jetzt kann man noch gucken, ob man vielleicht hier noch was an die Oberseite macht von dieser Karte oder nicht. Auch noch eine Feder, damit sich das irgendwie wieder ergänzt vielleicht. Ich bin halt auch immer so unschlüssig. Das ist mein Problem. So, Deko braucht normalerweise bei mir, deswegen habe ich es auch nicht alles aufgenommen. Zeige ich auch nicht alles, weil das einfach unglaublich ewig braucht. Selbst wenn ich das vorspule in dreifacher Geschwindigkeit, ist es trotzdem so lange. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, aber ich hätte gerne noch was, um den Abschluss zu verbergen. Ich das so oder so, dass ich das so mache. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, ja. Das quillt immer durch den Kleber ein bisschen raus. Also, wenn ihr damit Flüssigkleber arbeitet, was auch nicht anders da geht, quillt es ein bisschen raus. Aber das sieht man hinterher nicht mehr. Also da bräuchte ich ja wirklich keine Gedanken zu machen. Hier oben drauf noch ein bisschen Kleber. Und kleben das hier drauf.
Zack. Und dann haben wir einfach den Abschluss von der Fete auch ein bisschen überdeckt. Jetzt mache ich auch hier wieder noch ein paar Glitzersteine drauf. Ich kann mir wunderschön Sprüche nehmen. Also das mache ich gerne. Ich schneide mir gerne Sprüche zurecht und nutze die dann für Alben. Also meistens auch auf Englisch, weil ich bin so ein Englisch-Typ, was das betrifft. So, verstehen tue ich gar nichts auf Englisch so, aber diese kleinen Wörter, die halt einfach super schöne Momente machen. Diese Worte, die verstehe ich natürlich. Gut, was will man erwarten? Also, seid mir nicht böse, aber Schulenglisch ist kein... Also, damit kann man nicht auf die Weltgeschichte losgelassen werden. Also, diese Brocken verstehe ich auch, aber... man muss da irgendwie in Übung bleiben. Also, wenn man dann nicht weiterhin auch Englisch immer mal wieder spricht und so, dann... bringt das einfach absolut überhaupt nichts. So, das kommt jetzt dahin. Okay. Und dann ist diese Seite und auch diese Seite dekoriert. Hier vielleicht auch noch ein Spruch. Das ist eine gute Frage. Was nehmen wir denn da? Dreams vielleicht. Dreams ist auch schön. Okay. Ja, wenn es dann eingeklebt ist, dann bleiben euch die 3D-Elemente auch ein bisschen besser erhalten als jetzt. Okay, ich klebe das dann ein, beziehungsweise ich räume hier jetzt erstmal auf, hole euch dann wieder zurück, sodass wir die Seiten gemeinsam einkleben können. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn sich ein Projekt dem Ende zuneigt. Und ja, es ist sehr aufregend, weil jetzt darf natürlich nichts mehr schief gehen, gerade beim Seiten einkleben und so weiter. Und ich bin wirklich, will jetzt nicht sagen, erledigt, aber schon. Also wirklich, ich bin durch, auf gut Deutsch. Weil, man denkt das vielleicht nicht so, aber es nimmt schon immer sehr viel Energie in Anspruch, schon so ein Album zu machen. Also ich mache mir unheimlich viel Spaß, wirklich. Ich liebe das total, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich muss auch sagen, es nimmt sehr viel Energie und Zeit in Anspruch. Und wenn es dann schief geht, ne, ist man dann immer so ein bisschen geknickt und traurig. Deswegen hoffe ich jetzt natürlich, dass es nicht schief geht und alles genau so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wir fangen an mit dem Seiteneinkleben. Ich habe auch die Seiten jetzt ein bisschen getauscht. Also das war ja zuvor ganz zuerst Seite Nummer 1, die wir gebastelt haben zuweilen. Die nehme ich jetzt nicht als Seite Nummer 1, weil die ja doch ein sehr hohes 3D-Element hat. Und wir für die erste Seite keine 1,5 cm nach oben hin Platz haben, sondern nur 1 cm. Und es kommt ja eigentlich noch auf die Cover-Innenseite etwas. Deswegen das jetzt noch nicht. Wir fangen an mit dem Seiteneinkleben, so das Wichtigste, sag ich mal jetzt, oder das, worauf es jetzt tatsächlich ein bisschen ankommt. Da kriege ich auch immer total schwitzige Hände. Ich gehe hin und zeichne mir hier vom Anfang an, also ich lege es an der Falz an, am Beginn der Falz, und zeichne mir hier am Anfang, ab Beginn der Falz, einen Zentimeter an. Und den zeichne ich mir auch unten an. Das ist der Zusatzspielraum, den wir haben, also den ich mit eingerechnet habe für die erste Seite. Ich nehme jetzt diese Seite für die erste Seite. Ich glaube, es war Seite Nummer 3, wenn ich mich nicht täusche. Die nehme ich jetzt für die erste Seite
und klebt die sozusagen ein. Mal die Bändchen ein bisschen zur Seite. Ihr macht das folgendermaßen. Jetzt sind mir die Bändchen hier aufgegangen. Ich knote die mal eben schnell nochmal zu. Nicht, dass ich das jetzt in den Kleber reingebe. Das wäre jetzt schlecht natürlich. Ihr zieht das Klebeband ab. Ich schräge die Seiten auch nicht ab. Also das wäre jetzt auch Quatsch, die Seiten abzuschrägen, weil dann habt ihr einfach keinen schönen Rand. Ich ziehe das Klebeband ab, greife mir meinen Kleber, meinen Flüssigkleber und gehe nochmal über das Klebeband rüber. Hat den Hintergrund, dass ich es gleich nochmal ein bisschen schieben kann, wenn es notwendig werden sollte. Und ich auch einfach nochmal durch den Flüssigkleber eine zusätzliche Klebkraft mit einbaue. So, dann wird das Ganze nach unten geschlagen. Und ich lege es direkt auf der Linie an mit der Kante. Schau natürlich, dass ich es gerade habe. Und jetzt wird das hier so reingedrückt. Ich nehme jetzt mein Falzbein zur Hilfe. Schlag die Seite einmal vorsichtig um. Das geht jetzt nämlich wunderbar. Und gehe jetzt nochmal mit aller Gewalt wirklich über diese Klebekante rüber. Ich möchte, dass das wirklich bombenfest drin ist. Seite Nummer 1 klebt. Wir schlagen um, greifen uns Seite Nummer 2. Das wird jetzt die Seite, die eigentlich meine Seite Nummer 1 hätte werden sollen. Klebe ich jetzt als zweites ein und verfahre hier jetzt genauso mit dem Flüssigkleber. So. Jetzt achtet ihr bitte auf Folgendes, dass ihr diese Kante auch wieder zurückschlagt und jetzt ganz genau, wirklich hochgenau an die Vorderkante klebt. Ihr dürft die richtig dran drücken, dass kein Luftloch entsteht dazwischen. So. Als nächstes kommt die Seite. Also ihr könnt die natürlich in der Reihenfolge aufkleben, wie ihr es haben möchtet. Ihr müsst ja jetzt nicht euch an Seite 1, 2 oder 3 halten. Ihr macht das so, wie ihr denkt, wie ihr es schön findet. Weil das gibt und nimmt sich eigentlich nichts, bis auf die erste Seite. Die darf halt nur eine Seite sein, die nicht ganz so viel 3D-Abstand hat. Aber ansonsten ist es wirklich absolut egal. So. Auch wieder hier das Gleiche. Nach unten drücken. An diese Kante halten. Fest pressen. Fallen lassen. Umschlagen. Und jetzt seht ihr auch, was ich meine mit dem Umschlagen. Ihr habt jetzt schon, dass ihr eine gewisse Dimension beim Umschlagen habt, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass das so in der Höhe, in der Senke liegt, wie es bei vielen anderen Alben der Fall wäre, wenn ihr das nicht so einkleben würdet. Und jetzt die letzte Seite. Last but not least, ne? Last one. Ich gehe sie jetzt alle nochmal nach.
Jetzt. Ein bisschen gucken, es kommt ein bisschen in die Quere. Ich vielleicht ein bisschen anders da aufkleben müssen. So. Ah, das beheben wir dann noch. Das ist nicht so schlimm. Einfach weil das hier sehr hoch ist, kommt sich das ein bisschen in die Quere. So, okay. Jetzt kommen natürlich diese beiden Taschen noch auf die Vorderseite, die wir zuvor gemacht haben. Die klebe ich so rum auf die Vorderseite. Also so würden sie normalerweise auf die Vorderseite kommen. Dürft nicht vergessen, es nimmt euch immer, wenn ihr noch was zusätzlich einklebt, immer noch mal ein bisschen Dimension weg, sodass es dann immer höher aufgeschlagen wird. Ne? Also man kann jetzt noch wunderbar reingucken, es liegt noch, also es liegt jetzt natürlich nicht mehr flach, die vierte Seite. Die dritte Seite ist noch relativ flach, aber die vierte Seite liegt jetzt natürlich nicht mehr flach. Die ist schon ein bisschen aufgestellter, aber ihr könnt noch super gut alles öffnen, alles rausziehen, alles ist in Ordnung. So. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit der Seite verhält. Mal gucken. Habe ich jetzt einen Knoten statt einen Schleifer reingemacht aus Versehen? Ist nicht eine ganze Schleife, aber gut. So. Dann haben wir das. Wie gesagt, hier hätten wir jetzt noch Resttaschen, die reinkommen würden, müssten. Würden jetzt hier reinkommen. Und ja, ich würde sie tatsächlich nach außen hin öffnen lassen, weil das einfacher wäre. Ne? Also wenn ihr da noch diese Taschen einbauen wollt, dann auf jeden Fall nach außen hin öffnen lassen. Ansonsten haben wir auf der Rückseite, was wir noch einbauen können, wäre dieses 3D-Element, was ich auf jeden Fall einbauen möchte. Weil das nimmt nicht ganz so viel Platz weg, weil es wie so eine Fächerbindung hat, die wir da gebastelt haben. Das heißt, das klebe ich jetzt auf die Rückseite auf jeden Fall mit ein. Um da einfach sicher zu gehen, dass es gut hält, könnt ihr zwischen die letzte Falz mit eurem Falzbein gehen und einfach durchziehen. Und da stellt ihr dann sicher, dass alles schön fest aufgeklebt ist und gut hält. Auf der Seite machen wir es vielleicht von der Seite aus. Sehr schön. Okay. Und da kann man dann eben nochmal zum Ende hin die Restsachen reintun, die man noch so hat. Beispielsweise habe ich hier noch einige Tags. Die kann ich hier jetzt mit reintun. Die kann man dann individuell bei jeder Seite, wie man es möchte, verwenden. So. Die Seiten kleben jetzt alle. Die 3D-Seite habe ich hinten aufgeklebt, was ich jetzt nicht reingeklebt habe. Einfach, weil mir nicht genügend Platz vom Gefühl her war und ich es gerne mag. Was heißt genügend Platz? Es wäre schon genügend Platz da gewesen. Aber ich mag halt, wenn sich ein Album relativ flach öffnet. Deswegen habe ich jetzt diese beiden
Schachtel nicht mit eingeklebt. Das ist aber nicht schlimm, weil sie kann man beispielsweise auch so einfach mal in eine Fotobox reintun und dort Fotos drin aufbewahren zu bestimmten Themen, beispielsweise erst der Kindergeburtstag oder sonst irgendwas. Also es ist nicht umsonst gebastelt, sowas ist immer schön, auch in normalen Fotokartons beispielsweise. Was wir jetzt noch machen, das letzte ist das Cover. Also mein absoluter Lieblings-Favorite, sagen wir es mal so, ist das Cover. Das mache ich unheimlich gerne. Und zwar habe ich dafür jede Menge Papierblumen gemacht. Und das selber gemacht mit so Blütenstempeln auch. Dazu habe ich auch ein Video abgedreht, wie man die macht. Die habe ich einmal aus Formiran gebastelt. Und dann habe ich noch mein Video mit Papierblumen gemacht. Das habe ich auch einmal abgedreht. Findet ihr auf jeden Fall auf meinem Kanal, wenn euch das interessiert. Und ja, die werden jetzt einfach nach und nach platziert. Ich habe auch wieder so einen 3D-Traubenfänger, den ich verarbeiten möchte. Dann habe ich noch Blüten, die ich gerne verarbeiten möchte. Also Papierblüten, die noch übrig waren. Und das mache ich jetzt. Und ihr dürft mir gerne dabei zuschauen. Ich setze ein bisschen Musik drunter. So, ihr Lieben, das ist das Cover. Und das Album ist tatsächlich fertig. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell fertig kriege, weil, wie gesagt, normalerweise brauche ich viel länger für so ein großes Album. Es hat mich viel Nerven gekostet, muss ich sagen. Es hat viel, 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 viel Kopfzeit in Anspruch genommen, einfach auch zu überlegen, wie man was einklebt. Und trotzdem sind ein paar Sachen schiefgegangen. Gut, muss man einfach mal mit leben bei so einem Album, bei der Größe. Ich zeige euch auch gleich, was ich noch mal ein bisschen verändert habe. Und ja, wir gehen jetzt einmal das Album durch. Wenn ihr dieses Tutorial mitgemacht habt, habt ihr genau das gleiche Werk in Händen sozusagen. Vielleicht ist die Deko, eure Deko ein bisschen anders da.
Das ist natürlich alles optional, was ihr hier seht. Aber vielleicht ist auch der Stil des Papiers ein bisschen anders da. Aber ihr habt genauso ein starkes, dickes, fettes Album vor euch liegen. Und ihr könnt da echt stolz drauf sein, dass ihr das fertig gemacht habt. Wir gehen jetzt einmal durch. Ich zeige euch das Album. Werde auch noch ein bisschen Musik drunter legen, dass ihr das genießen könnt. Und dann hören wir uns gleich nochmal. So, das ist das Album. Es ist fertig. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, was ich noch verändert habe oder was ich euch raten würde zu verändern. Zum einen habe ich hier das Bellyband weggeschnitten. Habe ich aus dem Grund einfach gemacht, weil sich das mit diesem Mechanismus sehr verhakt hat. Ich würde euch daher einfach empfehlen, diesen Mechanismus entweder
zu tauschen, also dass man zum Beispiel die Seite vorher macht, sodass der Mechanismus sich mit dem nicht in die Quere kommt. Und generell würde ich euch auch raten, diese großen Fotomatten vielleicht 0,5 cm kleiner zu machen, dann ist einfach das Ziehen ein bisschen einfacher. Ich würde euch auch raten, Fotomatten nur auf eine Seite zu kleben, nicht auf beide Seiten bei diesen großen Ziehfotomatten, weil dann ist das alles ein bisschen leichter vom Ziehen her. Genau. Ansonsten, was könnte man noch anders machen an dem Album? Vielleicht würde ich das nächste Mal sogar eine 2 cm Bindung in Erwägung ziehen, gerade wenn ich mit solchen Chipboards und 3D-Elementen arbeite. Das habe ich jetzt zum ersten Mal in einem Album gemacht, deswegen war klar, dass das jetzt vielleicht so aussehen wird, also so wie es jetzt aussieht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass das wirklich so viel mehr Platz in Anspruch nimmt. Genau. Und ansonsten hat mir diese Reihe schon sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das Ergebnis ist wunderschön. Und ihr seht auch selber, die Bindung ist nach wie vor sehr flexibel, so wie ich es gesagt habe. Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr die Reihe fandet, wie ihr das Album findet und wer von euch es natürlich nachgebastelt hat oder vielleicht noch nachbasteln wird. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich über einen Daumen hoch oben freuen. Tschüss!